Willkommen, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Part der JoJo's Bizarre Adventure Live Reaction. Meine Semesterferien haben jetzt endlich wieder angefangen. Das heißt, ich kann es endlich mal wieder zum Friseur gehen. Ich sollte jetzt endlich mal wieder zum Friseur gehen, Alter. Ich komme gerade aus der Dusche und brauche halbe Stunde, um hier meine Haare zu föhnen. Die sind schon richtig lang geworden. Das ist voll ungewohnt und ungewohnt. Aber natürlich, ich habe in letzter Zeit einfach auf alles geschissen, auch auf meine Haare. Einfach, keine Ahnung, weil, keine Ahnung. Ich sollte auf jeden Fall wieder zum Friseur. Ich sollte auf jeden Fall aber auch JoJo's Bizarre Adventure weiterschauen, weil ich habe es ja gesagt, ich habe mir für die Klausurenzeit den Anime-Verbot gesetzt, damit ich lerne und damit ich ja nicht in Versuchung komme, hier weiterzuschauen, weil JoJo's Bizarre Adventure gefällt mir einfach bis jetzt richtig gut. Vor allem Joseph Joestar! Habe ich jetzt zwar nur 2 Folgen gesehen, aber er ist einfach ein richtiger cooler Typ. Er ist einfach cool. Sorry, dass ich das sagen muss. Er ist einfach cool. Wir schauen jetzt ein paar Folgen, mal schauen, wie weit wir kommen. Und ja. JoJo's Bizarre Adventure. Ist geil. Let's go. Sorry for my bad English. Oh, scheiße. Jetzt geht's los in Mexiko. Oh, shit. Jetzt ist er nach Mexiko gefahren. Krass. Jetzt wird er da wahrscheinlich in die Geheimbasis reinmarschieren und einfach alles töten, weil er ist, ich weiß nicht, er ist viel badasser als der JoJo. Also jetzt nicht gegen JoJo, ich fand JoJo ja super, aber er ist halt einfach anders und das ist auch gut so. Ja gut, fuck. Warte, ich hab die Kamera wieder. Ja, GG! Oh. Der hat ihn wirklich getroffen? Ich dachte, der trifft ihn nicht. LOL. Okay, das heißt ein Deutscher, jemand von der deutschen Armee. Nein, ich will keine PC-Updates durchführen. Ich weiß jetzt, da dieser Mexiko-Plot aufkommt, das war ja auch in der letzten Folge von Phantom Blood, als sie in dieses, als sie in diesen Train angestiegen sind, nein, Schiff, genau, das habe ich gesucht, das Wort. Als sie in den Schiff gestiegen sind, Joseph und Jojo und Elina, war ja auch irgend so ein Priester, der irgendwie einen Auftrag bekommen hat in Mexiko. Ich weiß nicht, was er da machen sollte, aber könnte vielleicht damit zusammenhängen, weil der jetzt auch in Mexiko sind. Ach so, by the way, mir wurde gesagt, ich darf das Opening anschauen. Toll, jetzt habe ich es verpasst, jetzt hätte ich es von Anfang anschauen müssen, beim nächsten Mal dann. Genau, er hatte irgendeinen Auftrag bekommen. Was habe ich gerade im Hals? Deswegen kann es sein, dass dieser Priester vielleicht da irgendwas in Mexiko so aufgebaut hat und jetzt sind da die ganzen Connections. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass die Deutschen richtig scheiße erscheinen so. Als die... Die werden nicht die... Das Problem ist, es gibt ja diese Main-Bösewichte, das werden die Deutschen nicht sein, sondern die dummen Bösewichte, die Main-Bösewichte so beleben, weil diese Steinmänner werden ja dann wahrscheinlich die Main-Bösewichte, denke ich jetzt. You're a German. Oh shit, not a German! Die Deutschen werden einfach so voll dumm diese Steinmenschen wiederbeleben und das werden die dann die krassen neuen Vampirmonster. Würde ich jetzt sagen. Ich habe aber keine Ahnung, ich bin ein Simple Man. Oh, oh! What? Kaktus. Mein kleiner grüner Kaktus. What the fuck is happening?
Wieso ist der so strong? What the fuck? Oh shit, er macht irgendwas mit dem Kaktus. Ja! Weil Hammern, Life, Lebensenergie und dann. Not fucking bad. Ich liebe Joseph jetzt schon einfach. Der ist richtig cool. Nice. Nice. Oh. Ja. Yeah. Wir Germans sind ja leider nicht so gastfreundlich. Sag man. Oh. Das ist natürlich eine gute Methode, um jemanden auszuquetschen. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch, Mann. Alter, der wird crazy, Mann. Ich gebe dir gleich 50 Zentimeter, aber wird dir nicht gefallen. Der gibt dir auch gleich Simple Caveman. Sorry, by the way, fürs Gähnen. Das heißt nicht, dass ich gelangweilt bin, sondern. Fuck. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ist halt einfach so dumm. Man merkt sofort, dass es so dumm ist, dass es überhaupt nichts bringen wird, diese 50 Zentimeter Fleisch. Der wird einfach raus. Ningen Shinichi. Pillar Man. Oh, so hieß ja dieses Team. Strohhalme. Santana. Hört sich an wie Satan. Vielleicht muss er sich noch ein bisschen an das Bewegen wieder gewöhnen. Ich meine, er konnte sich ja nicht bewegen seit 1 Milliarde Jahren.
Strohhalm, what the fuck? Strohhalm ist schon crazy. Strohhalm ist schon richtig crazy. Hoffentlich stirbt er so voll brutal, noch immer. Es ist dunkel geworden, seitdem ich aufnehme. Oh lol, die öffnen einfach die Tür. Alter, die sind so crazy, die haben sogar ein Explosive in seinem Head. Und er denkt sich einfach nur so, yo! What? No! Ah, fuck. Das wird hier sowas wie... Ah, fuck. Das wird hier wie sowas wie die Chimera End Arc in Hunter x Hunter. Die werden stärker und stärker. Die werden einfach alle jeden so absorbieren. Dann werden die so richtig stark. Sag nicht bitte sowas. Ich habe Angst vor Gegnern, die andere Gegner absorbieren können. Und er kann auch die Intelligenz absorbieren. Der kann alles absorbieren von den Leuten, die er gegessen hat. Kraft, Erinnerungen, was heißt, GG. GG, das wird hier so eine zweite Chimera End Arc. Ich schlag die Hurensöhne, Alter. Ich schlag die Hurensöhne gleich richtig. Ich schlag die Hurensöhne so richtig zusammen gleich. What the fuck?
Oh shit, Cola-Flaschen-Attacke. Ach so. Ja, so kann man es auch machen. Easy. Ist er abgehauen? Was ist passiert? Ist er abgehauen oder was? Das ist noch creepier, als dass er so einfach sich durchschlägt. Das ist noch creepier, weil man weiß nicht, what the fuck, wie, what, wie. What the fuck? LOL! What? Alter, das ist creepy as fuck. Das ist creepy as fuck. Er kann einfach. War! War! Have fun! Achso, ich dachte, er hat's von dem Prisoner. Weil er ihn kannte. Zu spät. Junge, geh da doch weg, du dummer Hurensohn. What the fuck, man. Und ich dachte schon, die Gegner in Phantom Blood waren schon OP. Die Vampire waren schon OP. Überhaupt nicht eklig. Oh shit, Fingerpistole.
Er kann einfach eine Fingerpistole machen. GG. Joseph, yo! Nimm doch einfach ein Ding und geh doch weg, Mann! Ich würde erstmal abhauen an Josephs Stelle, so. Schau ihn dir an! Oh shit, es wurde ja gesagt, er kann Haare irgendwie zu einer Waffe machen oder so. Let's go! Er schießt einfach aus seinen Fingern raus. Ich habe keine Ahnung, was er rausschießt, aber er schießt einfach. Wieso hat er Kugeln in seinem Körper? Kann er das auch imitieren? Jetzt wird es auch machen. Sorry, dass ich in dieser Folge so leise war, aber ich dachte mir einfach nur, what the fuck. Das hat mich voll an die Chimera Arc End Arc erinnert. Ich weiß aber nicht, was zuerst kam, deswegen kann ich nicht sagen, der hat sich davon inspiriert und der hat sich davon inspiriert. Ist ja eigentlich auch egal. Aber diese Gegner sind stark. Diese Gegner sind stark. Der hat einfach alles, was er von denen gesehen hat, abgeschaut und nachgemacht, der Dude. Und jetzt hat er von Joseph gesehen, wie er Hamon benutzt. Das heißt, jetzt wird er auch einfach Nen-Fähigkeiten bekommen, genauso wie die Chimera Ant und keine Ahnung. Und ich dachte schon, die Vampire in Season 1 waren OP-Gegner. Der Kerl fickt ja einfach alles. Nächste Folge, wir sehen uns, bis gleich.